Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 751 bis B 766. Dieter hat Rupp-Liest. So gibt es denn einen doppelten Vernunftgebrauch, der unerachtet der Allgemeinheit der Erkenntnis und ihrer Erzeugung a priori, welche sie gemeinsam haben, dennoch im Fortgang sehr verschieden sind, und zwar darum, weil in der Erscheinung, wodurch uns alle Gegenstände gegeben werden, zwei Stücke sind. Die Form der Anschauung in Raum und Zeit, die völlig a priori erkannt und bestimmt werden kann, und die Materie, das Physische und der Gehalt, welche ein Etwas bedeutet, das im Raum und in der Zeit angetroffen wird, mithin ein Dasein enthält und der Empfindung korrespondiert. Das Letztere kann niemals anders auf bestimmte Art als empirisch gegeben werden, davon können wir nichts a priori haben als unbestimmte Begriffe der Synthesis möglicher Empfindungen, insofern sie zur Einheit der Apperzeption in einer möglichen Erfahrung gehören. Die erstere können wir durch unsere Begriffe in der Anschauung a priori bestimmen, indem wir uns im Raum und in der Zeit die Gegenstände selbst durch gleichförmige Synthesis verschaffen, indem wir sie bloß als Quanta betrachten. Jener heißt der Vernunftgebrauch nach Begriffen, indem wir nichts weiter tun können, als Erscheinungen dem realen Inhalte nach unter Begriffe zu bringen, welche darauf nicht anders als empirisch, das heißt a posteriori, aber jenen Begriffen als Regeln einer empirischen Synthesis gemäß bestimmt werden können. Dieser ist der Vernunftgebrauch durch Konstruktion der Begriffe, B 752, indem diese, da sie schon auf eine Anschauung a priori gehen, eben darum auch a priori und alle empirischen Data in der reinen Anschauung bestimmt gegeben werden können. Alles, was da ist, ein Ding im Raum oder in der Zeit zu erwägen, ob und wiefern es ein Quantum ist oder nicht, dass ein Dasein in ihm oder ein Mangel vorgestellt werden muss, wiefern dieses etwas ein erstes Substrat oder bloße Bestimmung sei, eine Beziehung seines Daseins auf etwas anderes als Ursache oder Wirkung hat und endlich isoliert und in wechselseitiger Abhängigkeit mit anderen mit Blick auf dieses Dasein steht, die Möglichkeit dieses Daseins, die Wirklichkeit und Notwendigkeit oder ihre Gegenteile zu erwägen, das alles gehört zur Vernunfterkenntnis aus Begriffen, welche philosophisch genannt wird. Aber im Raum eine Anschauung a priori zu bestimmen, eine Gestalt, die Zeit zu teilen, eine Dauer oder bloß das Allgemeine der Synthesis von einem und demselben in der Zeit und dem Raum und die daraus entspringende Größe, eine Anschauung überhaupt zu erkennen, das ist ein Vernunftgeschäft durch Konstruktion der Begriffe und heißt mathematisch. Das große Glück, welches die Vernunft in der Mathematik macht, bringt in ganz natürlicher Weise die Vermutung zuwege, dass es, wo nicht ihr selbst, doch ihrer Methode auch außer dem Felde der Größen gelingen werde, indem sie alle Begriffe auf Anschauungen bringt, B 753, die sie a priori geben kann und wodurch sie, so zu reden, Meister über die Natur wird. Da hingegen reine Philosophie mit diskursiven Begriffen a priori in der Natur herumfuscht, ohne ihre Realität a priori anschaulich und eben dadurch glaubhaft machen zu können. Auch scheint es den meisten in dieser Kunst an Zuversicht zu sich selbst und dem gemeinen Wesen an großen Erwartungen von ihrer Geschicklichkeit, wenn sie sich einmal hiermit befassen sollten, gar nicht zu fehlen. Denn da sie kaum jemals über ihre Mathematik philosophiert haben, ein schweres Geschäft, so kommt ihnen der spezifische Unterschied des einen Vernunftgebrauchs von dem anderen gar nicht in den Sinn. Gangbare und empirisch gebrauchte Regeln, die sie von der allgemeinen Vernunft borgen, gelten ihnen dann statt Axiomen, wo ihnen die Begriffe von Raum und Zeit, womit sie sich als den einzig ursprünglichen Quantis beschäftigen, herkommen mögen, daran ist ihnen gar nichts gelegen. Ebenso scheint es ihnen unnütz zu sein, den Ursprung reiner Verstandesbegriffe und hiermit auch den Umfang ihrer Gültigkeit zu erforschen, sondern nur sich ihrer zu bedienen. In allem diesen tun sie ganz recht, wenn sie nur ihre Grenze, nämlich die der Natur, nicht überschreiten. So aber geraten sie unvermerkt von dem Feld der Sinnlichkeit auf den unsicheren Boden reiner und selbst transzentaler Begriffe,
wo der Grund in stabilis tellus, in nobilis under, ihnen weder zu stehen, B754, noch zu schwimmen erlaubt und sich nur flüchtige Schritte tun lassen, von denen die Zeit nicht die mindeste Spur aufbehält, dahingegen ihr Gang in der Mathematik eine Heeresstraße macht, welche noch die späteste Nachkommenschaft mit Zuversicht betreten kann. Da wir es uns zur Pflicht gemacht haben, die Grenzen der reinen Vernunft im transzendentalen Gebrauch genau und mit Gewissheit zu bestimmen, diese Art der Bestrebung aber das Besondere an sich hat, unerachtet der nachdrücklichsten und klarsten Warnungen, sich noch immer durch Hoffnung hinhalten zu lassen, ehe man den Versuch gänzlich aufgibt, über Grenzen der Erfahrungen hinaus in die reizenden Gegenden des Intellektuellen zu gelangen, so ist es notwendig, noch gleichsam den letzten Anker einer fantasiereichen Hoffnung wegzunehmen und zu zeigen, dass die Befolgung der mathematischen Methode in dieser Art von Erkenntnis nicht den mindesten Vorteil schaffen kann. Es müsste denn der sein, die Blößen ihrer selbst desto deutlicher aufzudecken. Dass Messkunst und Philosophie zwei ganz verschiedene Dinge seien, ob sie sich zwar in der Naturwissenschaft einander die Hand bieten, mithin das Verfahren des einen niemals von dem anderen nachgeahmt werden kann. Die Gründlichkeit der Mathematik beruht auf Definitionen, Axiomen und Demonstrationen. Ich werde mich damit begnügen zu zeigen, dass keines dieser Stücke in dem Sinne, darin sie der Mathematiker nimmt, B755, von der Philosophie geleistet, noch nachgeahmt werden kann. Dass der Messkünstler nach seiner Methode in der Philosophie nichts als Kartengebäude zustande bringt, der Philosoph nach der seinigen in dem Anteil der Mathematik nur ein Geschwätz erregen kann, wiewohl eben darin Philosophie besteht, seine Grenzen zu kennen, und selbst der Mathematiker, wenn sein Talent nicht etwa schon von der Natur begrenzt und auf sein Fach eingeschränkt ist, die Warnungen der Philosophie nicht ausschlagen, noch sich über sie wegsetzen kann. Erstens von den Definitionen. Definieren soll, wie es der Ausdruck selbst gibt, eigentlich nur so viel bedeuten, als den ausführlichen Begriff eines Dinges innerhalb seiner Grenzen ursprünglich darzustellen. Ausführlichkeit bedeutet die Klarheit und Zulänglichkeit der Merkmale, Grenzen die Präzision, dass deren nicht mehr sind, als zum ausführlichen Begriff gehören, ursprünglich aber, dass diese Grenzbestimmung nicht irgendwoher abgeleitet sei und also noch eines Beweises bedürfe, welches die vermeintliche Erklärung unfähig machen würde, an der Spitze aller Urteile über einen Gegenstand zu stehen. Nach einer solchen Forderung kann ein empirischer Begriff gar nicht definiert, sondern nur expliziert werden, denn da wir an ihm nur einige Merkmale von einer gewissen Art von Gegenständen der Sinne haben, so ist es niemals sicher, ob man unter dem Wort, das den Gegenstand bezeichnet, nicht einmal mehr, das andere Mal weniger Merkmale von ihm denkt. B756. So kann der eine im Begriff vom Gold sich außer dem Gewicht, der Farbe, der Zähigkeit noch die Eigenschaft, dass es nicht rostet, denken. Der andere davon vielleicht nichts wissen. Man bedient sich gewisser Merkmale nur so lange, als sie zum Unterscheiden hinreichend sind. Neue Bemerkungen dagegen nehmen einige weg und setzen einige hinzu. Der Begriff steht also niemals zwischen sicheren Grenzen. Und wozu sollte es auch dienen, einen solchen Begriff zu definieren, da, wenn zum Beispiel von dem Wasser und dessen Eigenschaften die Rede ist, man sich bei dem nicht aufhalten wird, was man bei dem Wort Wasser denkt, sondern zu versuchen schreitet und das Wort mit den wenigen Merkmalen, die ihm anhängen, nur eine Bezeichnung und nicht einen Begriff der Sache ausmachen soll, mithin die angebliche Definition nichts anderes als Wortbestimmung ist. Zweitens kann auch, genau zu reden, kein a priori gegebener Begriff definiert werden, zum Beispiel Substanz, Ursache, Recht, Billigkeit etc. Denn ich kann niemals sicher sein, dass die deutliche Vorstellung eines noch verworren gegebenen Begriffs ausführlich entwickelt worden ist, als wenn ich weiß, dass die Vorstellung dem Gegenstand adäquat ist. Da sein Begriff aber, so wie er gegeben ist, viel dunkle Vorstellungen enthalten kann, in die wir in der Zergliederung übergehen, obwohl wir sie in der Anwendung jederzeit brauchen, so ist die Ausführlichkeit der Zergliederung meines Begriffs immer zweifelhaft
und kann nur durch vielfältig zutreffende Beispiele vermutlich, B 757, niemals aber apodiktisch gewiss gemacht werden. Anstatt des Ausdrucks Definition würde ich lieber den der Exposition brauchen, der immer noch behutsam bleibt und bei dem der Kritiker sie auf einen gewissen Grad gelten lassen oder doch wegen der Ausführlichkeit noch Bedenken tragen kann. Da also weder empirisch noch a priori gegebene Begriffe definiert werden können, so bleiben keine anderen als willkürlich Gedachte übrig, an denen man dieses Kunststück versuchen kann. Meinen Begriff kann ich in solchem Falle jederzeit definieren, denn ich muss doch wissen, was ich habe denken wollen, da ich ihn selbst vorsätzlich gemacht habe und er mir weder durch die Natur des Verstandes noch durch die Erfahrung gegeben worden ist. Aber ich kann nicht sagen, dass ich dadurch einen wahren Gegenstand definiert habe. Denn wenn der Begriff auf empirischen Bedingungen beruht, zum Beispiel eine Schiffsuhr, so wird der Gegenstand und dessen Möglichkeit durch diesen willkürlichen Begriff noch nicht gegeben. Ich weiß daraus nicht einmal, ob er überall einen Gegenstand hat, und meine Erklärung kann besser eine Deklaration meines Projekts als eine Definition eines Gegenstandes heißen. Also blieben keine anderen Begriffe übrig, die zum Definieren taugen als solche, die eine willkürliche Synthesis enthalten, welche a priori konstruiert werden kann. Mithin hat nur die Mathematik Definitionen. Denn den Gegenstand, den sie denkt, stellt sie auch a priori in der Anschauung dar, und dieser kann sicher nicht, B 758, mehr noch weniger enthalten als der Begriff, weil durch die Erklärung der Begriff von dem Gegenstand ursprünglich, das heißt ohne die Erklärung, irgendwovon abzuleiten, gegeben wurde. Die deutsche Sprache hat für die Ausdrücke der Exposition, der Explikation, Deklaration und Definition nichts mehr als das eine Wort Erklärung, und da müssen wir schon von der Strenge der Forderung, da wir nämlich den philosophischen Erklärungen den Ehrennamen der Definition verweigert haben, etwas ablassen und wollen diese ganze Anmerkung darauf einschränken, dass philosophische Definitionen nur als Expositionen gegebener, mathematische aber als Konstruktionen ursprünglich gemachter Begriffe, jene nur analytisch durch Zergliederung, deren Vollständigkeit nicht apodiktisch gewiss ist, diese synthetisch zustande gebracht werden und also den Begriff selbst machen, dagegen die ersteren ihn nur erklären. Hieraus folgt a, dass man es in der Philosophie der Mathematik nicht so nachtun müsse, die Definition voranzuschicken, als nur etwa zum bloßen Versuch. Denn da sie Zergliederungen gegebener Begriffe sind, so gehen diese Begriffe, ob zwar noch verworren, voran, und die vollständige Exposition geht vor der vollständigen, so dass wir aus einigen Merkmalen, die wir aus einer noch unvollendeten Zergliederung gezogen haben, manches vorher schließen können, ehe wir zur vollständigen Exposition, das heißt zur Definition, gelangt sind. B 759. Mit einem Wort, dass in der Philosophie die Definition als abgemessene Deutlichkeit das Werk eher schließen als anfangen müsse. Die Philosophie wimmelt von fehlerhaften Definitionen, vornehmlich solchen, die zwar wirklich Elemente zur Definition, aber noch nicht vollständig enthalten. Würde man nun eher gar nichts mit einem Begriff anfangen können, als bis man ihn definiert hat, so würde es gar schlecht mit allem Philosophieren stehen. Da aber, soweit die Elemente der Zergliederung reichen, immer ein guter und sicherer Gebrauch davon zu machen ist, so können auch mangelhafte Definitionen, das heißt Sätze, die eigentlich noch nicht Definitionen, aber übrigens wahr und also Annäherungen zu ihnen sind, sehr nützlich gebraucht werden. In der Mathematik gehört die Definition ad esse, in der Philosophie ad melius esse. Es ist schön, aber oft schwer, dazu zu gelangen. Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vom Recht. Dagegen haben wir in der Mathematik gar keinen Begriff vor der Definition, als durch welche der Begriff allererst gegeben wird. Sie muss also und kann auch jederzeit davon anfangen. B. Mathematische Definitionen können niemals irren. Denn weil der Begriff durch die Definition zuerst gegeben wird, so enthält er gerade nur das, was die Definition durch ihn gedacht haben will. Aber obgleich dem Inhalt nach nichts Unrichtiges darin vorkommen kann, so kann doch bisweilen, ob zwar nur selten,
in der Form der Einkleidung gefehlt werden, nämlich bei der Präzision. So hat die übliche Erklärung der Kreislinie, dass sie eine krumme Linie sei, deren Punkte von einem einzigen, dem Mittelpunkt, B760, gleich weit abstehen, den Fehler, dass die Bestimmung krumm unnötigerweise eingeflossen ist. Denn es muss einen besonderen Lehrsatz geben, der aus der Definition gefolgert wird und leicht bewiesen werden kann, dass jede Linie, in deren alle Punkte von einem einzigen gleich weit abstehen, krumm und kein Teil von ihr gerade ist. Analytische Definitionen können dagegen auf vielfältige Art irren, entweder indem sie Merkmale hineinbringen, die wirklich nicht im Begriff lagen, oder an der Ausführlichkeit ermangeln, die das Wesentliche einer Definition ausmacht, weil man der Vollständigkeit seiner Zergliederung nicht so völlig gewiss sein kann. Darum lässt sich die Methode der Mathematik im Definieren in der Philosophie nicht nachahmen. Zweitens von den Axiomen. Diese sind synthetische Grundsätze a priori, insofern sie unmittelbar gewiss sind. Nun lässt sich nicht ein Begriff mit dem anderen synthetisch und doch unmittelbar verbinden, weil, damit wir über einen Begriff hinausgehen können, eine dritte, eine vermittelnde Erkenntnis nötig ist. Da nun Philosophie bloß die Vernunfterkenntnis nach Begriffen ist, so wird in ihr kein Grundsatz anzutreffen sein, der den Namen eines Axioms verdient. Die Mathematik dagegen ist der Axiome fähig, weil sie vermittels der Konstruktion der Begriffe in der Anschauung des Gegenstandes seine Prädikate a priori und unmittelbar verknüpfen kann, B761 zum Beispiel, dass drei Punkte jederzeit in einer Ebene liegen. Dagegen kann ein synthetischer Grundsatz bloß aus Begriffen niemals unmittelbar gewiss sein, zum Beispiel der Satz, alles was geschieht, hat seine Ursache. Da ich mich nach einem Dritten umsehen muss, nämlich der Bedingung der Zeitbestimmung in einer Erfahrung und nicht direkt unmittelbar aus den Begriffen allein, einen solchen Grundsatz erkennen konnte. Diskursive Grundsätze sind also ganz etwas anderes als intuitive, das heißt Axiome. Jene erfordern jederzeit noch eine Deduktion, deren die letzteren ganz und gar entbehren können. Und da diese eben um desselben Grundes willen evident sind, welches die philosophischen Grundsätze bei aller ihrer Gewissheit doch niemals vorgeben können, so fehlt unendlich viel daran, dass irgendein synthetischer Satz der reinen und transzendentalen Vernunft so augenscheinlich ist, wie man sich trotzig auszudrücken pflegt, als der Satz, das 2 mal 2 = 4 ergeben. Ich habe zwar in der Analytik bei der Tafel der Grundsätze des reinen Verstandes auch an gewisse Axiomen der Anschauung gedacht. Allein der dort angeführte Grundsatz war selbst kein Axiom, sondern diente nur dazu, das Prinzip der Möglichkeit der Axiome überhaupt anzugeben und ist selbst nur ein Grundsatz aus Begriffen. Denn sogar die Möglichkeit der Mathematik muss in der Transzendentalphilosophie gezeigt werden. Die Philosophie hat also keine Axiome und darf niemals ihre Grundsätze a priori so schlechthin gebieten, sondern muss sich dazu bequemen, B762, ihre Befugnis durch gründliche Deduktion zu rechtfertigen. Drittens von den Demonstrationen. Nur ein apodiktischer Beweis, insofern er intuitiv ist, kann Demonstration heißen. Erfahrung lehrt uns wohl, was da sei, aber nicht, dass es gar nicht anders sein könnte. Da können empirische Beweisgründe keinen apodiktischen Beweis verschaffen. Aus Begriffen a priori in der diskursiven Erkenntnis kann aber niemals anschauende Gewissheit, das heißt Evidenz, entspringen, so sehr auch sonst das Urteil apodiktisch gewiss sein mag. Nur die Mathematik enthält Demonstrationen, weil sie nicht aus Begriffen, sondern aus deren Konstruktion, das heißt aus der Anschauung, die den Begriffen entsprechend a priori gegeben werden kann, ihre Erkenntnis ableitet. Selbst das Verfahren der Algebraiker mit ihren Gleichungen, aus denen sie durch Reduktion die Wahrheit zusammen mit dem Beweis hervorbringt, ist zwar keine geometrische, aber doch charakteristische Konstruktion, in welcher man an den Zeichen die Begriffe, vornehmlich von dem Verhältnis der Größen, in der Anschauung dargelegt und, ohne einmal auf das Heuristische zu sehen, alle Schlüsse vor Fehlern dadurch sichert, dass jeder von ihnen vor Augen gestellt wird. Dahingegen die philosophische Erkenntnis
dieses Vorteils entbehrt, indem es das Allgemeine jederzeit in abstracto durch Begriffe betrachten muss, indessen das Mathematik das Allgemeine in concreto und in der einzelnen Anschauung und doch durch reine Vorstellung a priori erwägen kann, B 763, wobei jeder Fehltritt sichtbar wird. Ich möchte die ersteren daher lieber akroamatische, diskursive Beweise nennen, weil sie sich nur durch lauter Worte den Gegenstand in Gedanken führen lassen, als Demonstrationen, welche, wie der Ausdruck es schon anzeigt, in der Anschauung des Gegenstandes fortgehen. Aus all dem folgt nun, dass es sich für die Natur der Philosophie gar nicht schickt, vornehmlich im Feld der reinen Vernunft mit einem dogmatischen Gange zu strotzen und sich mit den Titeln und Bändern der Mathematik auszuschmücken, in deren Orden sie doch nicht gehört, ob sie zwar auf schwesterliche Vereinigung mit ihr zu hoffen alle Ursache hat. Jene sind eitle Anmaßungen, die niemals gelingen können, vielmehr ihre Absicht rückgängig machen müssen, die Blendwerke einer ihre Grenzen verkennenden Vernunft zu entdecken und vermittels hinreichender Aufklärung unserer Begriffe den Eigendünkel der Spekulation auf die bescheidene, aber gründliche Selbsterkenntnis zurückzuführen. Die Vernunft wird also in ihren transzendentalen Versuchen nicht so zuversichtlich vor sich hinsehen können, als ob der Weg, den sie zurückgelegt hat, so ganz gerade zum Ziel führt und auf ihre zugrunde gelegte Prämissen nicht so mutig rechnen können, dass es nicht nötig wäre, öfters zurückzusehen und Acht zu haben, ob sich nicht etwa im Fortgang der Schlüsse Fehler entdecken, B 764, die in den Prinzipien übersehen worden sind und es nötig machen, sie entweder mehr zu bestimmen oder ganz abzuändern. Ich teile alle apodiktischen Sätze, sie mögen nun beweisbar oder auch unmittelbar gewiss sein, in Dogmata und Mathemata ein. Ein direkt synthetischer Satz aus Begriffen ist ein Dogma. Dagegen ist ein solcher Satz durch Konstruktion der Begriffe ein Mathema. Analytische Urteile lehren uns eigentlich nichts mehr vom Gegenstand, als was der Begriff, den wir von ihm haben, schon in sich enthält, weil sie die Erkenntnis über den Begriff des Subjektes nicht erweitern, sondern diesen nur erläutern. Sie können da nicht Dogmen heißen, welches Wort man vielleicht durch Lehrsprüche übersetzen könnte. Aber unter den gedachten zwei Arten synthetischer Sätze a priori können nach dem gewöhnlichen Redegebrauch nur die zur philosophischen Erkenntnis gehörigen diesen Namen führen, und man würde schwerlich die Sätze der Rechenkunst oder Geometrie Dogmata nennen. Also bestätigt dieser Gebrauch die Erklärung, die wir gaben, dass nur Urteile aus Begriffen und nicht die aus der Konstruktion der Begriffe dogmatisch heißen können. Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß spekulativen Gebrauch nicht ein einziges direkt synthetisches Urteil aus Begriffen. Denn durch Ideen ist sie, wie wir gezeigt haben, gar keine synthetischen Urteile, die objektive Gültigkeit hätten, fähig. B 765. Durch Verstandesbegriffe aber errichtet sie zwar sichere Grundsätze, aber nicht direkt aus Begriffen, sondern immer nur indirekt durch Beziehung dieser Begriffe auf etwas ganz Zufälliges, nämlich die mögliche Erfahrung. Da sie denn, wenn diese etwa als Gegenstand möglicher Erfahrung vorausgesetzt wird, allerdings apodiktisch gewiss sind, an sich selbst aber a priori gar nicht einmal erkannt werden können. So kann niemand den Satz »Alles, was geschieht, hat seine Ursache« aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich einsehen. Daher ist er kein Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkt, nämlich dem einzigen Feld seines möglichen Gebrauches, das heißt der Erfahrung, ganz wohl und apodiktisch bewiesen werden kann. Er heißt aber Grundsatz und nicht Lehrsatz, obwohl er bewiesen werden muss, darum, weil er die besondere Eigenschaft hat, dass er seinen Beweisgrund, nämlich die Erfahrung, selbst zuerst möglich macht und bei dieser immer vorausgesetzt werden muss. Gibt es nun im spekulativen Gebrauch der reinen Vernunft, auch dem Inhalt nach, keine Dogmate, so ist alle dogmatische Methode, sie mag nun dem Mathematiker abgeborgt sein oder eine eigentümliche Manier werden sollen, für sich unschicklich, denn sie verbirgt nur die Fehler und Irrtümer und täuscht die Philosophie, deren eigentliche Absicht es ist, alle Schritte der Vernunft in ihrem klarsten Lichte sehen zu lassen. Gleichwohl kann die Methode immer systematisch sein, B 766,
Denn unsere Vernunft ist selbst ein System, aber in ihrem reinen Gebrauch, mit Hilfe bloßer Begriffe, nur ein System der Nachforschung nach Grundsätzen der Einheit, zu welcher die Erfahrung allein den Stoff hergeben kann. Von der eigentümlichen Methode einer Transzendentalphilosophie lässt sich aber hier nichts sagen, da wir es nur mit einer Kritik unserer Vermögensumstände zu tun haben, obwohl wir überall bauen und wie hoch wir wohl unser Gebäude aus dem Stoff, den wir haben, den reinen Begriffen a priori aufführen können.